Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, mit dem wir unseren Themenschwerpunkt Anleihen abschließen werden. Wir hatten ja in den vergangenen 4 Wochen bei Börse Frankfurt zusammen mit der Capital Markets Academy einige Webinare zum Thema Anleihen und wir enden nun mit den Anleihen-ETFs, die ich persönlich aus mehreren Gründen ganz besonders spannend finde. Mit mir ist Fabienne Lindner, meine Kollegin von der Capital Markets Academy. Wir werden Ihnen einige Sachen gemeinsam erklären zu dem Thema Anleihen-ETFs. Das Titelbild stimmt hier heute nicht ganz. Es geht eher darum, wie Sie sie aussuchen, wie Sie sie finden. Wir gehen nachher mal in eine Suche rein und wir schauen uns auch mal ein Datenblatt bei iShares an und eins bei Morningstar, weil ich Ihnen da einfach ein paar Kennzahlen erklären möchte. Sie können jederzeit fragen. Das ist ein Live-Webinar. Rechts unten haben Sie so ein Fragefeld in Ihrem Panel und nach Möglichkeit werden wir die Fragen gleich beantworten. Oder im Nachgang von diesem Webinar, also am Ende. Ich glaube, wir fürchten uns vor keinerlei Fragen. Also fragen Sie, das würde uns sehr freuen. Aber zuerst haben wir eine Frage an Sie. Sagen Sie uns doch bitte, ob Sie Börse at Home kennen, einfach als Veranstaltung, als Titel. Weil wir sind ein bisschen neugierig. Das ist nämlich unsere, lösen das ja gleich jetzt auf. Müssen noch Also ein paar weil, abstimmen. Die ja. Ergebnisse reichen noch nicht für eine Abstimmung. So, Ja, jetzt. wächst, ja. Wunderbar. Okay, die Hälfte immerhin, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist unsere montägliche Webinarreihe sozusagen 12 Uhr zur Lunchtime. Und wir werden die auch fortsetzen. Also so die ersten Themenideen, die wir hatten, sind jetzt ausgelaufen am vergangenen Montag, also vor 2 Tagen, mit der Jessica Schwarzer, mit dem Einstieg in die Anleihen-ETFs. Und wer sich dafür interessiert, wir machen am Montag mit Joachim Goldberg weiter mit einer Behavioral Finance Session. Sehr, sehr spannend, Freunde. Also ich kann das nur empfehlen. Also der Programmempfehlung vorweg. Mein Name ist Edda Vogt. Ich kümmere mich bei der Börse Frankfurt um die Anlegerkommunikation. Aber zurück zum Thema. Anleihen-ETFs. So, also ich werde ein bisschen was sagen, aber das ist ja jetzt so tatsächlich Themen, also hat einen Fokus dieses Webinar auf die Auswahl, deswegen nicht so viel. Wir hätten eigentlich auch mal fragen sollen, oder vielleicht war die Hälfte ja am Montag dabei, dann hat die Jessica ja schon ein bisschen was dazu erklärt, was Renten-ETFs sind. Dennoch gehe ich darauf ein, sage ein bisschen was zu den Zinsen, zu Bonität und zum Thema Risiko und dann gehen wir zur Auswahl. Also klar, ETFs, wissen Sie, mache ich ganz, ganz schnell. Börsengehandelte Fonds, die an einen Index gekoppelt sind, anders als ein aktiv verwalteter Fonds, also passives Fondsmanagement. Ich denke, warum Sie die besonders spannend finden als Vehikel, ist, weil es ist Sondervermögen und inzwischen ist es Teil von der gesamten ETP-Welt. Die Vorteile. Vorteile gezielt jetzt von Renten-ETFs. Auch bei Renten-ETFs ist es so, dass die in der Regel besser sind als aktive Fonds. Wir sagen, also für Sie, um es zu vereinfachen, gibt es ja 3 Faktoren, die wirklich relevant sind für einen langfristigen, erfolgreichen Vermögensaufbau, bei dem man einfach Teil des Marktes ist, nicht besser, nicht schlechter. Das ist der Anlagehorizont, also die Dauer, die Streuung, darüber reden wir auch gleich. Und der dritte Faktor ist Kosten. Und das ist genau der Hauptgrund, warum in der Tat passive Fonds in der Mehrheit der Fälle besser abschneiden als aktiv verwaltete Fonds. Die auf den Blick jetzt etwas kompliziert aussehende Tabelle, die ist von Morningstar. Ich finde, die machen im Moment so den besten Aktiv-Passiv-Vergleich, weil sie machen es nach Kosten. Also die gehen nicht nur hin, wie zum Beispiel S&P, Standard & Poor's, die vergleichen einfach nur Fonds mit ihrer Benchmark, also mit dem Index. Aber das ist jetzt hier in der Tat ein absoluter Vergleich nach Kosten. Und wenn jetzt zum Beispiel, um das zu erklären, oben 49% steht, dann bedeutet das, dass in 49% der Fälle asiatische Aktienfonds ohne japanische Aktien, das ist Asia ex Japan, dass die besser sind als ein ETF. 49%, das ist noch nicht mal die Hälfte. Ja, also sich das einfach bewusst machen. Das ist jetzt zwar krass grün, aber das heißt, das ist noch nicht mal die Hälfte. Und jetzt gehen wir mal runter. Unten die Anleihen. Das geht hier so in der. Mal sehen, sieht man meine Maus? Fabian, sieht man meine Maus? Dann würde ich die nämlich benutzen. Ja, die sieht man. Ja, Super. wunderbar. Also hier geht es los. Schweizer Anleihen. Und da sieht man in der Tat,
dass immerhin 35% auf 3 Jahre es geschafft haben. Und Sie sehen hier an dieser Tabelle einen Faktor, nämlich zum einen, je spezieller ein Segment ist, desto eher hat ein Fonds noch eine Chance, ein aktiv verwalteter. Und je länger der Zeitraum ist, umso schlechter ist wieder die Chance. Also hier in der 15-Jahre-Spalte nichts. Also wirklich, die Zahlen sind echt frappierend, auch hier im Anleihebereich. Da wieder bei den Schweizer Anleihen, da waren 4% der Fonds nur besser als ein ETF, den es da auch gibt auf dieses Segment. Also das jetzt nochmal zum Argument dazu, warum auch bei Anleihen ETFs durchaus Sinn machen, also Vorteil. Ein zweiter Vorteil von Renten-ETFs jetzt, wir bleiben jetzt mal bei den Anleihen, ist die breite Risikostreuung. Weil Hauptvorteil, also oder wie sagt man andersrum, beste Risiko gegen wer ist eine breite Streuung. Profis nennen das gerne Free Lunch. Also es kostet nichts, breit zu streuen, mit dem ETF besonders wenig. Und bei den Anleihen hat das nochmal einen anderen Grund, weil das Risiko von einer Anleihe, da haben Sie mehrere, ich gehe auch jetzt so ein bisschen auf die Risiken ein, also Sie haben Zinsänderungsrisiko, Sie haben Liquiditätsrisiko, werde ich auch was zu sagen, und Sie haben natürlich auch ein Bonitätsrisiko, also ein Ausfallrisiko. Und bei einer einzelnen Anleihe, je schlechter die Bonität, also je wackeliger ein Anbieter ist, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass der ihr Geld nicht zurückzahlt. Also nochmal zurück, Definition Anleihen. Sie leihen jemandem Geld, Sie kaufen eine Anleihe, das ist nichts anderes, Sie kriegen dafür eine Verzinsung und am Schluss kriegen Sie das Geld zurück. Okay, und je geringer eben diese Bonität, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Emittent nicht zahlt, keine Zinsen zahlt und auch nicht zurückzahlt am Ende. Und dieses Risiko, das wird versucht man so sich anzunähern, je höher das Risiko ist, je schlechter die Bewertungen, die Ratings, es gibt Anleihenbewertungen von, es gibt Bewertungen von Ratingagenturen von Anleihen und es gibt Bewertungen von Unternehmen. Das ist nur für den Hinterkopf, ja. Und das ist jetzt einfach mal eine Tabelle mit den gängigen Bewertungen. Ganz oben ist so das Beste, AAA sagt man da dazu. Bundesrepublik Deutschland ist so ein Emittent mit einem AAA-Rating. Dann geht das runter so bis BAA1, BAA2, das ist die untere Stufe vom Investment Grade. Das ist, hinten steht ja nochmal so durchschnittlich und unten drunter kommt der Bereich des Non-Investment Grades. Die Unterscheidung ist für Sie jetzt wichtig, weil wir ja heute über ETFs hier sprechen und ETFs werden auch gegliedert nach diesen Rating-Bändern, nenne ich das jetzt mal. Also es gibt gezielte ETFs, die nur Anleihen aus dem Investment Grade-Bereich haben. Es gibt auch ETFs, die haben nur Anleihen aus dem Non-Investment Grade. Was ist jetzt der Vorteil? Mehr Risiko, klar, mehr Chance. Diese Emittenten zahlen Ihnen natürlich deutlich höhere Coupons. Müssen Sie, weil ein Coupon, die Zinszahlung ist aus Ihrer Sicht eine Belohnung für das Risiko, das Sie eingehen. Sie würden das nicht kaufen, wenn die bei einer Anleihe, wenn der Coupon zu niedrig wäre und Sie sagen, nee, das ist mir viel zu riskant, dass das Geld nicht wiederkommt, da brauche ich mehr Zinsen für. Klar, klar Zusammenhang. Und deswegen nennt man den unteren Bereich, diesen Non-Investment-Grade-Bereich, auch High Yield, hochverzinsliche Anleihen. Wenn man es schlecht formulieren will, sind das Short, was habe ich da noch gehört? Na, jetzt fällt es mir nicht ein. Naja, ist aber jetzt nicht despektierlich gemeint, weil da unten sind halt auch die höheren Chancen. Und jetzt ist das der Punkt von einem ETF, also wenn Sie jetzt eine Anleihe kaufen, gerade in diesem High-Yield-Bereich da unten, oder Sie bewegen sich jetzt in so einem BAA1 oder BBB+, da fallen die auch schon wirklich mal aus. Also ausfallen heißt, werden insolvent, zahlen nicht zurück. Das ist nicht selten, ja, das passiert. In unserem sehr riskanten mittelständischen Wachstumsunternehmensanleihensegment, Scale heißt das inzwischen, da sind als das noch der Entry-Standard war, ich muss mal gerade nachdenken, da hat man so an die 100 Stück und davon ist schon so ein Drittel ausgefallen. Klar, die haben ja auch astronomisch hohe Zinsen gezahlt. Dass Sie das einfach nur so im Hinterkopf haben. Und der Vorteil jetzt für einen ETF ist, da haben Sie vielleicht von diesen High-Yield-Anleihen 400 Stück drin. Da kann schon mal einer ausfallen. Und je länger Sie den halten, umso höher steigt auch rechnerisch die Wahrscheinlichkeit, dass das mehr sind. Aber das ist natürlich was ganz anderes, wenn Sie jetzt 400 von diesen Anleihen haben, anstelle von eben nur einer oder zwei.
Deswegen wollte ich hier an dieser Stelle über die Ratings reden, weil Vorteil ganz klar von einem ETF gegenüber einer einzelnen Anleihe ist die Streuung. Also Hinterkopf behalten, langer Horizont, ETFs deutlich besser als aktiv verwaltete Fonds, Streuung ist wichtig, kann man gut machen. Weiterer Punkt, werde ich jetzt auch länger drüber sprechen, anhand dieses etwas trockenen Screenshots von börsefrankfurt.de, ist die Handelbarkeit. Man sagt auch in der Tat inzwischen, dass Renten, die ETFs, deutlich handelbarer sind als die Anleihen, die da drin sind. Also die Handelbarkeit ist übrigens eher Liquiditätsrisiko, beziehungsweise ist das Gegenteil. Je handelbarer was ist, umso geringer ist dieses Risiko. Sie haben da noch ein Handelsrisiko dazu. Gerade wenn Sie im Profibereich sich bewegen, macht das wirklich was aus. Ich nehme jetzt mal an, ohne es zu wissen, dass die meisten hier langfristig anlegen, ihren Anleihenanteil am Portfolio auch mit ETFs machen wollen. Da ist das nicht so ein Faktor. Also wenn Sie einmal was kaufen, haben Sie tatsächlich nur in der Krisenzeit Stress damit. Aber ich merke, ich erzähle es etwas wirr, fange ich von vorne an, dass Sie da hier sehen, ist ein Datenblatt. Das ist der iShares Euro High Yield Corporate Bond. Namen erkläre ich später nochmal ein bisschen ausführlicher. An dem können Sie aber lesen, da geht es um Unternehmensanleihen aus dem Euroraum, hochverzins, sprich schlechtes Rating. UCITS ETF sagt Ihnen, das ist ein Fonds nach europäischem Recht. Der wird gehandelt in Frankfurt auf Xetra. Xetra ist der große Marktplatz für ETFs in Europa. Also 95%, glaube ich, aller Umsätze gehen über Xetra. Hat auch die höchste Liquidität, die besten Preise aus dem Grund. Und Sie sehen hier auf diesem Datenblatt, das ist nichts anderes als andere Finanzportale, das auch haben. Oder wenn Sie bei Ihrer Bank Ihre Ordermaske aufmachen und sagen, Sie wollen den jetzt kaufen, dann kriegen Sie links unten hier beim Verkaufen einen Geldpreis, einen Geldcode angezeigt und rechts ist Ihr Kaufpreis. Diese 98,21 ist der letzte Preis. Das war heute Mittag 13.39 Uhr. Das ist Euro. Das muss man bei Anleihen immer mal so im Kopf haben. Anleihe ja 1%, fast alle. Ja, aber natürlich, der wird hier in Euro gehandelt. Da sind diese Anleihen drin. Ich meine, ich habe nicht nachgeguckt. Ich wollte nachgucken. Ich glaube, es sind sogar ein paar tausend Anleihen drin. Ja. Wir gucken nachher auch sowieso mal auf das Datenblatt. Das ist einer der größten. Und Sie sehen hier unten, da auch wie viel Stück. Also Sie hätten jetzt vorhin 1200 Stück für 98 Euro kaufen können. Und unten drunter sehen Sie nochmal die Spanne. Diese Spanne, die stellen für Sie Kosten dar. Und zwar sind das 0,08%. Das ist jetzt eine echt kleine Handelsspanne. Und wenn Sie aber jetzt sich vorstellen, also das hier ist der Sekundärmarkt. Diese Anleihen-ETFs werden auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Da entsteht so ein eigener, kleiner, eigenständiger Markt dafür. Der Anbieter, also Designated Sponsors heißen die, die diese Quote stellen, also in dem Orderbuch sind Orders von Aufträgen von anderen Anlegern, so wie Sie drin, und es sind die Aufträge von dem Marktmacher, Market Maker drin. Der oder die, wenn sie hier einen kaufen und es will gerade keiner verkaufen, besorgt die Anleihen, verkauft ihnen einen Anteil, tauscht das Basket mit dem Emittenten. Das ist so ein Job, den er macht. Ich kürze den jetzt mal aus. Aber Sie können sich das so vorstellen, Sie haben ja zwei Märkte. Sie haben einmal den Markt für die Anleihen, den Primärmarkt, und Sie haben den Sekundärmarkt mit diesem ETF. Und gerade kurzfristig ist das für Sie schon interessant, weil, sagen viele Profis, diese ETFs deutlich liquider in Teilen gehandelt werden als der Markt dahinter, die eigentlichen Anleihen. Sprich, Sie haben hier deutlich geringere Preise, kleinere Spannen und eine höhere Sicherheit, dass Sie das auch bekommen. Ja, statt einer Anleihe, das passiert ja oft nicht. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, also ja, Corona haben wir noch, aber ich meine in dieser Krisenzeit am Anfang, als wir eine irre Wohle hatten, 70% am Aktienmarkt, auch die Unternehmensanleihenpreise sind echt in den Keller gegangen. Die Leute haben alles verkauft, auch Unternehmensanleihen, sogar Bundesanleihen verkauft. Und da aber nicht so, natürlich, auf gar keinen Fall kann man nicht vergleichen. Aber trotzdem auch hier, da war enormer Druck auf dem Markt. Und da sind dann die Spannen so auseinandergegangen. Also das können Sie sich dann mal anschauen. In hektischen Zeiten gehen diese Handelsspannen auseinander, weil diejenigen, die Ihnen das anbieten, es gibt keine Käufer mehr, die haben also keine Verkäufer mehr im Sekundärmarkt, es gibt keine
Anleihen mehr, die die Market Maker Ihnen verkaufen, also Ihnen das Basket bauen könnten, dann entsteht da auch Druck. Ich wollte es mal erklären, weil es ja jetzt eine ziemlich extreme Phase war. Ich hatte auch noch ein paar andere Kurven, wo man so sieht, wie das auseinandergegangen ist. Das ist ja auch viel durch die Nachrichten gegangen. Also auch und auch vor allen Dingen die Kritik an den Renten-ETFs. Aber in der Tat war das so, dass die deutlich belastbarer waren als der eigentliche Anleihenmarkt, die ETFs. Und wenn Sie wirklich nur langfristig anlegen und Sie sind in so einer Phase, dann gucken Sie vielleicht einfach mal weg. Oder Sie sehen einen enormen Schnapper, weil in der Tat war das in der Zeit so, dass viele von diesen Anleihen auf dem Sekundär, Anleihen-ETFs auf dem Sekundärmarkt für weniger gehandelt worden sind, preiswerter waren als der Nettoinventarwert, also der eigentliche faire Wert des Fonds. Das ist ja immer noch ein Fonds. Aber da könnte ich auch Stunden drüber reden. Ich glaube, das sprengt hier dieses Webinar. Aber hier nochmal ganz kurz einen Blick ins Orderbuch. Nur um Ihnen klarzumachen, ich erkläre jetzt nicht das Orderbuch im Detail, das ist auch sehr spannend, aber Ihnen klarzumachen, das wird genau so gehandelt, das sind Renten, das kann ja auch was ganz Abseitiges sein, der wird aber genau so gehandelt wie eine Aktie auf Xetra. Da können Sie reingucken, auf börsefrankfurt.de ist nämlich das Orderbuch offen. Weiter gravierender Vorteil von Renten-ETFs ist, Sie haben kleine Mindestanlagesummen, nämlich in dem Fall von dem hier, das ist Ihre Mindestanlagesumme, 100 Euro, ein Anteil. Lohnt wahrscheinlich die Ordergebühr nicht, selbst wenn Sie bei sowas sind wie DEGIRO mit 3 oder 4 Euro Ordergebühren, ist immer noch zu viel, man sagt ja so 1%. Aber Sie könnten theoretisch nur einen Anteil kaufen. Die Anleihen, ich habe vorhin mal geguckt, die heute meist gehandelsten, die vorderen 3 oder 4, die haben eine Mindestanlagesumme bzw. eine Stückelung von 100.000. Und das ist einfach das richtet sich nicht an Privatanleger, das hat was mit der Prospekthaftung zu tun, mit den Bedingungen, die die Emittenten erfüllen müssen. Deswegen legt die diese große Stückelung auf. Über einen ETF kommen sie einfach auf dem Umweg wieder da rein. Ja. Noch ein Tipp zur Stückelung, die ist immer eine Heimatwährung. Aber wir sind jetzt hier bei ETFs, also da haben sie das Thema gar nicht. Zweites Thema ist kein Laufzeitende. Also ein ETF ist auch übrigens Vorrecht, der hat kein Ende, der läuft immer weiter. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Kurzläufer haben, amerikanische, weil Sie ändern zum Beispiel, Sie rechnen mit einem starken Zinsänderungseffekt, denken Sie einfach, die Zinsen bleiben so und dann steigen sie, ist ja eine Zinsvermutung. Und dann setzen Sie eher mal auf kurze, wenn Sie glauben, dass der Zins fallen wird. Andersrum, Entschuldigung, steigen wird. Setzen Sie erstmal auf kurze und dann müssten Sie aber permanent diese ETFs, diese Anleihen wieder austauschen, weil die laufen ja dann nur. Es gibt quasi Geldmarkt-ETFs mit Anleihen, die laufen ein halbes Jahr bis ein Jahr. Dann sozusagen haben Sie mit einem ETF das Problem nicht. Ein bisschen was über die Risiken. Ich sollte ja nie nur über Chancen sprechen. Sind mir Fragen oder ist das soweit klar? Weil das war schon relativ kompliziert. Bislang gab es keine Fragen. Gut, dann gehe ich mal von aus. Okay, das ist alles klar. Wir wollten noch wissen, das können wir mal kurz zwischendurch machen als Erholung, oder? Wir wollten ja noch wissen, wer eigentlich schon Anleihe-ETFs hat. Ja, also die Frage ist, haben Sie schon Anleihe-ETFs? Ja, nein? Oder haben Sie schon, nein, aber Sie haben schon Anleihen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also, was Kurzes zum Aufwachen, Beteiligung, wird auch gleich unkomplizierter. Müssen noch ein paar teilnehmen. Müssen teilnehmen. Ja, ich sehe das nämlich hier rechts. Also, haben Sie schon Anleihen, ETFs in Ihrem Depot oder noch nicht? Oder haben Sie keine, aber Anleihen? Super, danke. Danke. Und dann sehen wir das Ergebnis, immerhin. 65% noch nicht, 21% haben schon. Also, aber 15% haben Anleihen, das heißt, sie kennen sich ein bisschen aus. Aber kurz über die Risiken. Also klar, wie bei einer Aktie auch, haben Sie ein Wechselkursrisiko. Also wenn Sie jetzt in US-Dollar-Anleihen investieren, die übrigens letztes Jahr gegangen sind wie Bombe, dann denken Sie als Euro-Mensch natürlich in Euro. Und wenn der Dollar sich gegen Sie verwandt, das ist bei Aktien genauso. Das ist nichts anderes. Sie haben natürlich auch bei Renten-ETFs den Tracking-Error, das Tracking-Error-Risiko, das ist einfach das Risiko, dass Sie einen schlechten ETF kaufen. Der, also nochmal ganz kurz, um das klar zu machen, ETF ist ja ein Fonds, ist ein Topf, da ist alles Geld drin.
dass die Leute zahlen für die Anteile und da fließen aber auch die Kosten ab, die der ETF hat, das, auch die Handelskosten zum Beispiel. Da fließen, wenn es ein Thesaurierender ist, fließen die Dividenden oder die Zinsen ein, die Einnahmen oder wenn er Wertpapierleihe betreibt, auch die Einnahmen und das wird dann permanent durch die Anzahl an ausgegebenen Anteilen geteilt. Und das ist der langfristige Preis, das ist der Nettoinventarwert von dem ETF. Je schlechter der jetzt wirtschaftet, umso kleiner ist der Nettoinventarwert. Also es ist so, der ETF hält die Wertpapiere im Index, aber er orientiert sich nicht daran, indem er sagt, ich muss jetzt mich genauso entwickeln, nicht wie ein Zertifikat, der einfach an den Index gekoppelt ist, sondern es geht einfach Einnahmen minus Ausgaben durch Anteile. Und das wird laufend. Und Eine kurzfristig Frage eben, kommt gerade ja. rein, zum Sekundärmarkt. Da hat jemand das mit dem Sekundärmarkt nicht verstanden. Ja. Soll ich sie lesen oder magst du mir sie sagen? Oder ich soll den Sekundärmarkt nochmal erklären? Genau, bitte den Sekundärmarkt nochmal erklären. Das war die Frage. Ja, eigentlich ist es jetzt eine super Frage, genau an dieser Stelle. Also dieser Topf geteilt, also was da drin ist, geteilt durch die Anzahl der Anteile, macht den Preis Nettoinventarwert. Das ist dieser einmal am Tag geregelt, gesetzlich festgestellter Preis. Der Sekundärmarkt ist der Preis, der im Handel entsteht, wenn Sie den ETF kaufen. Der Sekundärmarkt ist grundsätzlich der Markt nach der Ausgabe von was. Da spricht man auch bei Aktien davon. Das ist für Sie der kurzfristige Preis. Und das kann durchaus abweichen. Wird der ständig wieder zu diesem inneren Wert zurückkommen. Dazu gibt es eben Arbitrage, weil dann stellen Leute fest, hier, der ist ja viel zu billig hier an der Börse, wenn ich den jetzt kaufe. Eigentlich sind da ja Wertpapiere im Wert von so und so drin. Und das passiert ja dann. Also, außer wir haben so eine Anomalie, so eine komische Situation wie vor 2 Monaten. Aber das passiert dann. Deswegen kann man sagen, dass kurzfristig sich dieser Sekundärmarkt woanders hin bewegt, aber der ist wiederum der Ihnen eben die Handelbarkeit garantiert. Und dieser Tracking-Error, der besagt einfach, das ist nicht sekundär, sondern langfristig gedacht, dass der Index bewegt sich nach da. Der Index basiert ja auf den Preisen der Wertpapiere da drin, aber Ihr ETF entwickelt sich einfach schlechter, weil er nicht gut wirtschaftet. Ganz simpel formuliert. Und da gibt es Unterschiede in den Einzelnen. Das ist jetzt ein Thema für sich. Das ist unheimlich schwer, das rauszukriegen. Ich glaube, Fabienne, da machen wir im Herbst mal ein Webinar dazu, auch noch mit jemandem, der weitaus kompetenter ist als wir beide, um einfach mal zu erklären, wie man das feststellen kann. Das ist echt super schwer, falls du Lust hast, Fabienne. Klingt gut. Dann haben wir noch Risiken aus Swaps. Also ich zeige gleich mal einen riesig großen Unternehmensanleihen-ETF, der in der Tat Swaps einsetzt. Das sind so Kontrahentengeschichten. Das Risiko ist zwar mini und weil ich auf die Zeit gucke, kürze ich das jetzt hier mal ab. Auch bei Anleihen-ETFs, die können geschlossen werden. Da passiert nicht viel. Sie kriegen ihr Geld oder der wird mit einem anderen zusammengelegt, aber sie müssen halt neu anlegen. Und auch bei Anleihen-ETFs ist durchaus die Exotik ein Problem. Also von Credit Default Swaps verstehe ich überhaupt nichts. CDS, da gibt es ETFs drauf. Sollte man lassen. Also das waren die allgemeinen Risiken. Die betreffen Anleihen-ETFs jetzt genauso wie wie Aktien-ETFs. Aber wir haben das Thema der Zinsänderung. Zinsen fallen. Dann steigen die Anleihenpreise. Das Bild habe ich bei Just ETF geklaut. Vielen Dank. Übrigens auch ein hervorragendes Portal für ETFs. Ich entlohne jetzt hier sozusagen mit Werbung dafür. Also, ich muss das mal selber malen. Also, Zinsen fallen, dann steigen die Anleihenpreise, weil ist ja klar, Sie haben zum Beispiel eine Bundesanleihe, die gibt es ja noch. Da kann man sich am besten vorstellen, die hat noch einen Coupon von 2%, weil die 10 Jahre alt ist oder 15. Und diese 2% werden ja trotzdem gezahlt. Und wenn die Zinsen jetzt fallen im Vergleich, dann steigt natürlich der Preis dieser Anleihe, weil sie kriegen ja, rechnen einfach im Endeffekt, der Preis der Anleihe entsteht durch die erwarteten Auszahlungen. Das sind die Zinszahlungen während der Laufzeit und die Rückzahlung am Ende. Das ist der Preis. Daraus errechnet sich der Preis und daraus wird ja auch ein Markt gebildet. Also Zinsen runter, Anleihenpreise hoch, Renditen steigen. Heißt aber auch logischerweise, Zinsen steigen, da, rechtes Bild, Anleihenpreise fallen. Sprich, wenn Sie jetzt mit steigenden Zinsen rechnen und Sie kaufen jetzt einen ETF, dann fällt der. Klar. Und deswegen
Also, und er fällt umso stärker, je länger die Laufzeit ist. Also wenn Sie jetzt einen ETF kaufen auf 30 Jahre und die Anleihen, die Zinsen steigen, dann fällt der Preis umso stärker, weil Sie diesen Effekt ja auf 30 Jahre haben und die Unsicherheit da ist. Genauso wie auch die Elastizität nennt man das, also die Empfindlichkeit von einem Anleihenpreis auf die Zinsänderung. Umso höher ist, je höher die Laufzeit. Klar. Umgekehrt genauso, also je kürzer die Laufzeit, umso unempfindlicher. Oder wenn die Zinsen fallen und je länger der läuft, umso eher steigt der Preis. Und da müssen Sie sich einfach, bevor Sie sich jetzt für ein Renten-ETF entscheiden, ganz kurz mit Ihren eigenen Zinserwartungen beschäftigen. Und das ist gar nicht so schwer. Ich habe hier eine Zinsstrukturkurve, leider vom Finanzenet. Wir hatten auch mal welche, wir kriegen sie wieder. Die besagt einfach, was die Marktteilnehmer Stand heute für die Bundesanleihen erwarten für eine Zinsentwicklung. Unten stehen die Jahre und links stehen die Prozent, die Minusprozent, ja. Aber das ist das, was wir momentan haben. Wir sind bei 0,5 irgendwas minus. Und der Markt erwartet auf 7 Jahre, das ist das sogenannte lange Ende, erwartet der Markt steigende Zinsen. Das ist ein Normalverlauf von der Zinskurve. Manchmal verläuft die so, dann ist die invers, dann ist die anormal. Das heißt, man tut am langen Ende mit niedrigeren Zinsen rechnen als am kurzen Ende. Kurz ist immer so 1, 2, 3 Jahre. 4, 5, 6, 7 ist Mittel und eigentlich ist das ganz lange Ende so ab 7 Jahre Laufzeit. Und das heißt jetzt nicht, dass in 7 Jahren die Zinsen da sind, sondern das ist das, was heute erwartet wird. Und dann machen Sie sich einfach mal kurz Gedanken, ob Sie das auch so sehen. Rechnen Sie damit, dass in 7 Jahren die Zinsen, aber wir reden hier von 0,1%, das ist jetzt nicht gigantisch, aber dass die da höher sind. Dann müssen Sie heute davon ausgehen, dass Ihr Bundesanleihen-ETF in 7 Jahren entsprechend aber auch die Preise fallen im Vergleich zu heute. Jetzt wird wahrscheinlich, ich denke, gehe mal davon aus, dass jetzt die Frage kommt, in einem Präsenzseminar käme die sofort. Warum soll ich dann überhaupt sowas kaufen? Weil in jedes gescheite, diversifizierte Portfolio gehörten Anleihen in einer oder anderen Art. Und jetzt sagt man natürlich, Bundesanleihen bringen nichts, aber sie können ja auch hingehen und können ein ETF nehmen mit Staatsanleihen mit anderen Ländern mit ein bisschen mehr Risiko. Also Sie können sich da durchaus was überlegen und sich was Passendes suchen, was wir ja auch gleich nochmal machen. Nur um Ihnen den Zusammenhang mal zu erklären. Also Sie müssen sich, bevor Sie in sowas investieren, eine eigene Zinsmeinung bilden. Die müssen Sie gar nicht so oft überprüfen. Also man muss doch nicht alle Monate eine neue Konjunkturprognose selber machen oder sich überlegen oder wem glaube ich jetzt, ist schon. Ab und zu sollte man alle paar 5 Jahre, wenn nicht gerade was Drastisches passiert, mindestens mal darüber nachdenken, ob das noch stimmt. Ja, also Zinsen, Strukturen einfach sich selbst mal überlegen, was glaube ich? Und wenn Ihnen das alles zu vage ist, so Sie sagen, oh, ich möchte gar nicht über so lange Zeiträume nachdenken, dann gehen Sie einfach in Kurzläufer. Da haben Sie natürlich jetzt bei so einer Zinsstrukturkurve deutlich niedrigere Zinsen jetzt. Es gab mal so eine Zeit, da haben die in den USA alle mit riesig schnell steigenden Zinsen gerechnet. Ich kann mich erinnern, 2, 3 Jahre, da war ja die Nachfrage nach kurzlaufenden, hochverzinsten US-Unternehmensanleihen gigantisch. Also einfach, weil die Leute gesagt haben, ja, wenn das ist jetzt das Ding, wenn die Zinsen dann steigen, fallen da die Preise, deswegen mache ich das nur kurz. Und wenn Sie sowas interessiert, was andere machen, da gibt es von BlackRock regelmäßig eine Statistik, da werden einfach die Welt. Also die Ströme weltweit in ETFs, Zuflüsse oder Abflüsse auf langen Zeitraum. Auf sowas kann man nicht so, oh, was haben die gestern gemacht, das mache ich jetzt auch, sondern das geht dann so im quartalsweise. Oder ETF IG hat das auch rausgegeben. Das findet man auch ganz leicht, das ist alles öffentlich zugänglich, dass sie einfach mal gucken, was haben die denn so in dem letzten Dreivierteljahr, halben Vierteljahr, in den letzten Monaten gemacht. Da kriegt man dann selber auch Ideen. Okay. Das nochmal zum, ist denn da zu fragen? Das war jetzt nochmal so ein bisschen Grundlagenwissen, Zinsen. Dazu explizit nicht. Es gibt noch zwei Fragen, aber die würde ich hinten anstellen. Okay, also wir haben 400 Stück Renten-ETFs im Handel auf Xetra und im Frankfurter Parkett.
Stark wachsendes Segment ist auch letztes Jahr sind deutlich mehr Zuflüsse in Renten-ETFs gewesen als in Aktien-ETFs. Hauptgrund ist die Handelbarkeit, ist auch ein Nachholbedarf und natürlich konjunkturell können Sie sich vielleicht erinnern, vor dieser Zeit jetzt war ja, dass sowieso vermutet wurde, die Konjunktur bricht ein und geht nicht bricht ein, ist zu hart formuliert, aber die kriegen konjunkturelle Probleme, Unsicherheit im Aktienmarkt, sind die Preise noch nicht so hoch. Das ist so ein typisches Szenario, so auf mittlere Sicht. Diese 400 ETFs gibt es Geldmarkt. Geldmarkt ist ganz kurz, das ist quasi wie Geld. Und da gibt es auch eine sehr schöne Studie von Fair Value Magazin, kann ich Ihnen nur empfehlen. Das ist auch ein Online-Blog. Der hat mal geguckt, sehr plausibel, ob ich kurzfristig lieber Geldmarkt-ETFs kaufe oder Cash halte und hat festgestellt, dass es auf längere Sicht dem Depot deutlich besser geht mit Geldmarkt-ETFs. Also Lesetipp jetzt von mir hier, fairvalue-magazin.de ist direkt zu finden. Ich kann es auch gerne in die Präsentation reinpacken, die wir verschicken. Das gibt Unternehmensanleihen, das ist klar, das ist ein recht großer Teil, oder die Industrieanleihen heißen die bei uns auch. Dann gibt es noch den großen Bereich der Bankanleihen, Financials. Das sind keine Unternehmensanleihen im eigentlichen Sinne, weil die Banken einfach begeben, um wiederum Kredite zu refinanzieren, die die geben. Das ist das Bankengeschäft. Und hier fehlt natürlich die Anleihe. Die Staatsanleihen gibt es auch noch. Wandelanleihen ist sowas, das ist so eine Mischung zwischen Equity und also zwischen Aktien und Anleihen, weil es eine Anleihe oder dann wird es eine Aktie. Und Pfandbriefe. Pfandbriefe ist so das Ursichere übrigens. Es gibt Leute, die finden das sexy. Es gibt einen aktiv verwalteten Pfandbrieffonds von Lupus Alpha, der ist echt erfolgreich. Da stehen ganz viele Hypotheken hinten dran. Und wenn Jumbo-Pfandbriefe das dann noch sind, die haben, glaube ich, eine halbe Milliarde oder eine Milliarde Volumen in Hypotheken, kleine Hypotheken, gilt als so ziemlich das Sicherste. Das ist eine deutsche Spezialität. Dann werden die ganzen, also es gibt Pfandbrief-ETFs, deswegen rede ich jetzt hier über Pfandbriefe, ja, ich glaube zwei, drei Stück. Verschiedene Laufzeiten, da habe ich eben schon mal was zu gesagt. Also Verzinsung umso höher, je länger die Laufzeit, klar, wegen steigendem Risiko, aber das nur bei einer normalen Zinsstruktur. Und es gibt tatsächlich für jeden Laufzeitwunsch gibt es einen ETF. Ja. Und dann haben Sie diese unterschiedlichen Bonitäten auch noch zur Auswahl. Logischerweise dann auch Verzinsung, also quasi nur Speculative Grade, nur Investment Grade. Das hat auch was damit zu tun, dass institutionelle Investoren, so Treasurer oder Stiftungen, die dürfen gar nicht unterhalb vom Investment Grade investieren. Das, was ich gesagt habe zum Währungsrisiko, die gibt es dann auch in dem Bereich mit Absicherung. Und was neuerdings stark gekommen ist, zumindest was das Angebot angeht, der Emittenten nicht so stark, die Nachfrage sind alternative Gewichtungskonzepte. Da möchte ich schon auch noch mal zwei Sätze zu sagen. Also ein klassischer ETF-Index, Indizes, also Rentenindizes sind super unbekannt, jetzt anders als die ganzen Aktienindizes. Die haben meistens eine Gewichtung nach Volumen der Verschuldung. Ja, also europäische Staatsanleihen, EU. Ist Italien und Frankreich, meine ich. Oh nee, das war, jetzt habe ich es nicht. Ich habe es vorhin noch nachgeguckt. Aber jedenfalls Frankreich weit vorne und Italien ist auch ziemlich weit vorne. Und Deutschland ist, glaube ich, auf Platz 3 und dann kommen alle anderen. Deutschland hat so ganz viele Schulden, aber das Ganze wird nochmal so, also Sie haben zwar aus diesem klassischen Gewichtungskonzept haben Sie zwei Probleme. Das eine ist, Sie haben ein ganz hohes Klumpenrisiko, weil die Staaten mit der ohnehin schon hohen Verschuldung haben einen größeren Anteil. So was nennt man Klumpenrisiko. Wenn Sie jetzt mal hingehen und sich überlegen, Staatsanleihen, über die Hälfte der weltweiten Staatsanleihen sind US-amerikanisch oder japanisch. Das ist so. Die Japaner finanzieren ihre Schulden mit sich selbst. Keine Urteile. Ich weiß nicht, ob das kann gut geht. Keine Ahnung. Ja, das ist ein ökonomischer, also Streit unter Volkswirten sozusagen. Das sprengt hier völlig den Rahmen. Aber nur, um sich das bewusst zu machen. Also klassische Gewichtungskonzepte haben große Anleihen, also Schuldner mit vielen Anleihen, mit vielen Schulden, großes Gewicht. Die haben natürlich auch ein höheres Risiko, weil je mehr Schulden, umso höher ist das Risiko. Und dann sollte man auch noch im Hinterkopf haben, dass die Schulden Deutschlands zwar ziemlich hoch sind im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern, aber sie sind in Relation zu unserer Wirtschaftsleistung nicht so hoch. Und genau da setzen diese alternativen Gewichtungskonzepte an. Die
Wenden, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also Smart Beta ist auch noch so ein Begriff dafür oder strategische ETFs, die gehen einfach hin und sagen, okay, ich nehme jetzt aus allen europäischen Ländern, nehme ich die Länder, deren Fundamentaldaten bestimmte Auflagen erfüllen, die anderen gewichte ich runter oder so. Also die haben einfach andere Ansätze dahinter. Und der zweite wirklich boomende Markt sind Nachhaltigkeits-ETFs mit Anleihen. Da gibt es auch Angebot, also zumindest, es ist nicht so viel Geld da drin, aber es wird ziemlich viel angeboten. Also Unternehmen, die ESG-Kriterien erfüllen, Länder, die ESG-Kriterien erfüllen, hat auch seine Probleme, hat auch seine Möglichkeiten, ist auch wieder ein Thema für ein gesamtes Webinar. Also ETF-Suche, Börse Frankfurt ist eine gute, muss ich ja so sagen, ist aber auch Just ETF oder Extra ETF empfehle ich an der Stelle. Verlassen Sie sich meiner Ansicht nach besser nicht auf die Suche von Ihrer Bank. Benutzen Sie die auch mal, aber die sind meistens auch selber noch Anbieter von ETFs und die haben da auch ein Interesse, manche Ergebnisse anders zu zeigen, sage ich mal vorsichtig. Und jetzt ganz kurz zu den Namen und wir gehen dann auch direkt in eine Suche rein. Also Aufbau von ETF-Namen, vorne steht der Emittent. Dann kommt der Index und gerade bei den Anleihen wird es noch ein bisschen ekliger als bei Aktien. Dann kommen so ein paar regulatorische Hinweise, also damit Sie wissen, UCITS ETF, ETF, also Fonds nach europäischem Recht. Und dann kommen einige Abkürzungen, DR heißt direkte Replikation, also der bildet ab. Klassen ist so, damit Sie es mal gehört haben, der Anbieter geht hin und hat einen Pott mit Geld und einen Fonds und unterteilt den in verschiedene Klassen, gibt also akkumulierende raus, also thesaurierende, gibt ausschüttende raus und gehedgte Anteile. Und gehedged heißt in dem Augenblick, es ist hier ein Aktien-ETF, aber wir gucken uns gleich Anleihen an, dass das Währungsrisiko vom Euro zum Dollar eben gesichert ist auf Tagesbasis. So, jetzt machen wir das mal. Jetzt hoffe ich, dass das auch so funktioniert, wie ich das vorhabe. Ja, da habe ich vorhin meinen Browser zugemacht. Auch der Klug, alles vorbereitet. Also, ETF-Suche. Guck mal gerade nach der Zeit. Also, fragen Sie, während ich das hier lade. Ja, sehr gerne, das passt nämlich gerade. Wie hoch sollte denn das Volumen von einem Anleihe-ETF mindestens sein? Ja, man sagt, das gilt bei Anleihe-ETFs so wie bei Aktien-ETFs, dass die sich so ab 50 Millionen lohnen. Wenn Sie natürlich jetzt in eine Spezialität reingehen wie Emerging Markets, Anleihen mit Investment Grade von rechtstretenden Joghurtproduzenten, dann sind Sie natürlich, Entschuldigung, das war etwas flapsig formuliert, aber Sie verstehen sicher meine Idee, je spezieller das Thema, umso kleiner kann der auch sein. Also das aber so grundsätzlich guckt man sich das Volumen an von dem ETF. Wir machen das jetzt hier mal. Also ich habe, ich wähle jetzt mal hier die Anleihen. Ich habe jetzt hier noch so einen Punkt, weil es ganz viele Anleihen gibt, gerade wenn man so weltweit sucht, die dann noch einen Branchenfokus haben. Das gilt aber vor allen Dingen für Aktien. Es gibt auch Anleihen mit Branchenfokus oder so Themen. Hier hätten wir zum Beispiel eine Themen haben wir. Ich mal gucken, ob es hier ein Anleihenthema gibt. Nee, gibt es nicht. Das gilt für Aktien. So, aber das tue ich mal alles weg. Und Strategie zum Beispiel wäre High Yield. Das ist eine eigene Strategie. Da kämen dann die ganzen ETFs im High Yield-Bereich. Anleihen. Wir haben jetzt hier, sehen wir hier, 403 Stück. Ich habe jetzt hier noch ein paar mehr Filter. Dann könnte ich die reduzieren. Aber wir gucken uns die jetzt mal an wegen den Namen. Und dann gebe ich noch mal ein paar Tipps, wie man dann vorgehen kann mit den Suchen. Also ich kann jetzt hier noch mal sagen, immer noch 403, aber ich wollte erst mal nach den Namen gucken. Die sind sortiert nach Assets Under Management automatisch, aber Sie können die natürlich hier auch umsortieren. Also die 400 würde ich erst mal weiter filtern, aber Sie könnten die jetzt theoretisch umsortieren nach XLM ist wie liquide. Das ist für Sie wahrscheinlich nicht so wichtig, wenn Sie langfristig agieren. Aber die laufenden Kosten zum Beispiel, das ist so ein ganz wichtiger Faktor. Aber ich gucke mal, ich wollte ja nach den Namen gucken. Das ist ein Gigant hier, der iShares Core Euro Corporate Bonds. Den hatte ich vorhin, glaube ich, sogar hinten in der Art distribuieren. Das heißt, er schüttet aus. Der nächste ist auch von iShares. Das ist BlackRock US-Dollar, also US-Corporate Bonds. Ich vermute jetzt
also auf jeden Fall in US-Dollar begeben, weil Unternehmen können auch, und das gibt es gar nicht so selten, die können auch Anleihen in US-Dollar begeben, aber es sind deutsche Autobauer zum Beispiel. Ja, das, also da müsste man auch nochmal reinschauen, was wir ja auch gleich machen. Hier habe ich iShares Index ist JP Morgan, US-Dollar, Emerging Market Bonds, Usage ETF in US-Dollar, das steht hier hinten dran, schüttet aus. Jetzt nehmen wir mal einen anderen Emittenten, die sind ja hier tatsächlich, iShares ist hier dick, Eurozone, also Government Bonds aus der EU von Xtrackers, das gehört zur DWS, 1C, weiß ich nicht, da müsste ich jetzt auch selber nachgucken, da sehe ich gar nicht so viel. Ich würde sagen, wir nehmen mal den großen vorne. Das ist keine Empfehlung, das ist einfach nur eine Erklärung. Sie sehen jetzt hier das Datenblatt. Xetra wird da jetzt nicht mehr gehandelt, deswegen gibt es hier keinen Geldbrief. Ich wollte auch jetzt hier mal über die Stammdaten sprechen. Was Sie hier sehen, ist immer die Kosten, wie groß der ist, 12 Milliarden. Sie sehen hier rechts die Handelswährung, die Fondswährung. Klar, sind ja auch europäische Anleihen, alles andere wäre komisch, dass er ausschüttet. Art der Indexabbildung ist optimiert, sprich, der hat nicht alle, was auch sicherlich besser ist, das werden viele sein. Und der nimmt einen Teil, aber er hat keine synthetische Abbildung, also keine Swaps. Was ist hier noch bei uns interessant? Ja, Sie können hier mal, das reicht so für einen großen Überblick. Und ich würde jetzt, wenn ich sagen würde, also wenn jetzt meine Vorgehen wäre, dass sagen würde, ich hätte gerne ein europäische Unternehmensanleihen. Das können wir ja mal von vorne machen. Dann kommen wir auch wieder auf den. Oh, ich glaube, ich habe ein paar Ladeprobleme. Da, jetzt kommt es, weil das liegt, ich habe ja auch das Webinar über dieses WLAN hier, also nicht wundern. Mehr Filter und ich sage, ich hätte den gerne thesaurierend, weil langfristig, sonst gebe ich das Geld aus, habe ich nur noch 117. Anleihentyp, genau, ich sage jetzt hier mal Unternehmensanleihe und ich sage noch, der sollte optimiert oder physisch sein. Das lasse ich mal weg, weil tatsächlich wird meine Auswahl sonst zu klein. Ich habe jetzt hier noch 27, das finde ich schon mal eine gute. Ich könnte auch noch sagen, ich hätte gerne nachhaltigen. Wenn wir das jetzt machen würden, also der geht dann tatsächlich hin und nimmt Nachhaltigkeitskriterien und legt die über die Unternehmen oder die Anleihen, gibt es inzwischen übrigens auch. So, jetzt mal gucken. 10 Stück, finde ich ein handelbares Ergebnis. Haben wir jetzt auch nach Assets Under Management. Wegen der Nachhaltigkeit ist der von iShares jetzt draußen. Der erste, Luxor, Barclays, Floating Rate Note 0 bis 7. Genau, sowas habe ich mir auch gewünscht, um Ihnen das zu zeigen. Der hat Laufzeit 0 bis 7, ist ein Kurzläufer, europäische Unternehmensanleihen. Er akkumuliert, das heißt, er thesauriert, behält die Zinsen, wir reden nicht über Dividenden, hat aber Floating Rate, sind Floater, variabel verzinste Anleihen. Sprich, da werden die Zinsen nach diversen Kriterien, nämlich der Zinsentwicklung, angepasst. Der hier, der ist klassisch. Nehmen wir mal den. Hier gibt es eine kurze Frage, die passt jetzt ganz gut dazu. Eben sagtest du ja, der iShares ist rausgeflogen, iShares ist von BlackRock. Wie ist das denn? Macht das einen Unterschied, wer den ETF ausgibt? Nee, das macht keinen Unterschied, weil der ETF ist ja Sondervermögen und der Emittent legt dieses Geld zu einer Depotbank, sprich, es ist eigentlich vollkommen egal. Also es ist anders, als wenn Sie jetzt direkt eine Anleihe kaufen, da kommt es natürlich auf den Emittenten an, aber in dem Fall haben Sie ja einen Fonds und da, selbst wenn dem Emittenten jetzt was passiert, da passiert mit Ihrem Geld nichts. Das ist bei Aktien, ETFs ja auch nicht anders. Also da, den müssen Sie auch gar nicht kennen. Wenn man nur noch zwei am Schluss übrig hat, dann kann man hingehen und kann sagen, ich nehme jetzt den, der mir am besten gefällt. Oder ich habe auch schon wirklich, das ist mir selbst schon passiert, ich habe einen ETF gehabt, fand den interessant, habe mir den, das mache ich jetzt nämlich, ich gehe zu Luxor, die Website angeguckt, um da ein paar Sachen zu finden über den ETF und ich fand die total unverständlich und unfreundlich und nicht nutzerfreundlich. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich den auch nicht, es gibt auch andere. Also sowas kann man auch machen, aber das sollte man vielleicht nur noch ein oder zwei oder drei übrig haben. Das ist jetzt das Datenblatt bei Luxor. Da steht ein bisschen mehr.
Ja, das Unangenehme bei diesen Dingern ist, dass sie da immer so tausend Sachen zustimmen müssen oder bestätigen müssen. Die wollen mich heute nicht mehr. Nee, das ist einfach nur, ich muss einfach nur sagen, was ich bin. Tue ich mal als vielleicht Profi? Nee, da unten wird gewartet. Die haben, also das würde ich immer machen, auch beim Aktien-ETF, nochmal aufs Datenblatt gehen. Die müssen auch auf Tagesbasis die Zusammensetzung veröffentlichen. Fondszusammensetzung, dass sie sich das mal anschauen. Hier, der ist synthetisch. Und das mag jetzt auch nicht mehr. Nee. Also ich gebe hier bei Luxor mal auf, nehme einen anderen, weil ich will Ihnen ja was zeigen, da möchte ich jetzt hier nicht. Ja, nehmen wir doch mal unten US iShares Corporate Bond, nehmen wir den mal. Also immer die BKN nehmen, das ist bei Anleihen, ETFs noch wichtiger als bei Aktien. BKN gibt es nur einmal, ISIN gibt es auch nur einmal. Börsenkürzel können Sie schon unterscheiden bei ganz exotischen Märkten. Also nehmen Sie die beiden, weil in der Tat, je günstiger Ihre Depotbank ist, und das ist ja nichts Verkehrtes, eine günstige Depotbank zu haben, umso weniger Geld geben die aber für die freundlichen Namen aus. Und manchmal sind die so kryptisch. Also den Namen bei der Depotbank erkennen Sie gar nicht mehr. Also gucken Sie sich diese Nummer an, aber dann ist alles richtig. Hier habe ich den auch. Corporate Bonds, ESG, das ist der nachhaltige nach ESG-Kriterien. Und da kann man dann auch nochmal das Anlageziel lesen, den Anlageschwerpunkt, ob man das richtig verstanden hat, also ob das richtig ist, was man da so machen wollte. Und kann auch gucken, Positionen, was da drin ist. Hier gilt, je mehr, desto besser, gerade bei Anleihen. Der hat größte Positionen. Eins von zehn. Aber hier haben Sie das bei Luxor ganz, bei iShares ganz schön. Sie haben hier noch so Sektoraufteilungen. Da sehen Sie bisschen USA, hier aber im Prozent ziemlich viel. Frankreich. Also das können Sie sich da mal anschauen. Und dann sehen Sie, in was für Länder der investiert. Das wollte ich aber noch was anderes zeigen. Ja, genau. Da unten haben Sie noch mal ein paar mehr Stammdaten, die Ihnen insofern was bringen, weil wenn Sie sich ein bisschen auskennen, dann wissen Sie vielleicht, was die Duration ist. Eine Anleihe hat eine Duration, danach bewertet man eine Anleihe. Und hier sehen Sie auch noch mal die Laufzeiten und so weiter. Und die Duration, das ist die mittlere Zeit, die es dauert, bis Sie Ihr eingesetztes Geld wieder haben. Wenn die hier 5,49 Jahre laufen, dann sehen Sie, dass das im Schnitt 5 Jahre sind, bis Sie im Mittel Ihr Geld wieder haben. Sie sehen hier aber auch die Ausschüttungsrendite. Das finde ich eigentlich auch noch eine ganz gute Zahl. Die sagt Ihnen einfach die Rendite vom ETF. Das ist hier ein ETF mit sehr sicheren Unternehmensanleihen. Das heißt, der hat eine echt kleine Rendite. Ah, das ist die jährliche, genau. Und dann gibt es noch, das haben die hier leider nicht, Entschuldigung, dass ich das, die Effektivverzinsung, das ist das. Die Effektivverzinsung ist das, was der ETF, wenn, also die gehen einfach hin und nehmen die Rendite von allen Anleihen im ETF und teilen die durch die Anzahl, machen da einen Mittelwert raus, weil man bewertet ja Anleihen nach ihrer tatsächlichen Rendite. Die Rendite ist das, was sie am Schluss haben, wenn sie das Geld zurückhaben und die Verzinsung bekommen haben pro Jahr. Und das ist hier tatsächlich ihre Rendite. Es geht nicht um die Coupons, sondern darum. Und das ist, würde ich mal gucken, wenn Sie dann, wenn Sie jetzt in dem Bereich unterwegs sind, dass Sie sagen, Sie wollen weltweit gestreuten, der ist weltweit gestreut, ETF mit Unternehmensanleihen. Gucken Sie, bei Emittenten gibt es die ab und zu und bei Morningstar gibt es die auch noch. Ja, da können Sie auch einfach die BKN eingeben und sich das Datenblatt aufrufen. Dann haben Sie hier sowas wie für den ETF eine Duration und eine Effektivverzinsung und die Ausschüttungsrendite, das ist die jährliche. Und wenn Sie sich das jetzt nicht merken können, was ich gesagt habe, da steht auch noch eine Erklärung.
ich muss da auch immer mal wieder nachschauen. Das ist gar nicht so unkompliziert. Und der Coupon, das ist tatsächlich die Coupon, also die Verzinsung, die Nominalverzinsung im Mittel von allen ETFs. Finde ich ziemlich spannend. Luxor hat es auch ab und zu, iShares hat es, noch ein paar mehr Emittenten haben das. Und weil ich gucke auch gerade mal auf die Zeit. Also gehen Sie einfach hin, suchen sich ein paar von diesen ETFs, nehmen Sie so drei, vier, vergleichen die und gehen Sie dann anhand solcher Kennzahlen vor. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen was gebracht. Ich gehe mal zurück. Ich verlinke das auch hier in der, ich schicke diesmal die Präsentation mit wegen den ganzen Links auch, weil das ist relativ kompliziert. Den Handel lassen wir jetzt mal, glaube ich, weg. Also fasse ich einfach nochmal zusammen. Schritt 1 lassen wir heute auch mal weg. Anlageklasse Schritt 2. Obwohl, nee, sagen wir nochmal was zu Schritt 1. Das ist schon recht wichtig. Überlegen Sie sich einfach, wie viel Geld wollen Sie in Anleihen investieren? Nehmen Sie Cash nicht dazu. Machen Sie sich bewusst, dass hochverzinste Emerging Markets Anleihen in Krisen eher reagieren wie Aktien. Das ist nur so eine, da sollte vielleicht Ihr festverzinsliches Geld, aber nicht das, dass das Risiko rausnehmen soll, rein, dass Sie sowas im Hinterkopf haben, überlegen Sie, und jetzt, wenn Sie sagen, Sie kaufen Bundesanleihen, dann ist es anders. Bei Aktien sagen wir ja immer hier, mindestens mal 10 Jahre. Wer weiß, ob es nicht ein V war, sondern ein V plus noch ein U-Boot. Und das gilt natürlich jetzt bei Bundesanleihen nicht. Jetzt sind wir ja in einem anderen Bereich. Und dann sagen Sie, okay, Schritt 2, Anlageklasse, wir machen ja jetzt hier Anleihen. Schritt 3, wählen Sie einen Rententyp. Überlegen Sie, wollen Sie eher Staatsanleihen oder wollen Sie eher Unternehmensanleihen? Jetzt kann man Staatsanleihen der Eurozone schon eher mit Unternehmensanleihen der Eurozone vergleichen, aber da ist schon noch so ein kleiner Renditeunterschied und es ist vor allen Dingen ein, nennt man auch Spread, heißt es übrigens, ein Aufschlag, wenn die Märkte wieder hektisch werden, werden auch solche Anleihen sozusagen verteuern sie, also Risikoprämien werden höher, das meine ich jetzt mit verteuern. Dann entscheiden Sie sich, wollen Sie einen Markt, einen breiten Index oder ein spezielles Thema? Also High Yield Emerging Markets ist eher ein spezielles Thema. Diesen Corporate Bond ETF, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, der hat wirklich so 3.500 Anleihen drin. Das ist sehr, sehr breit. Der ist auch noch weltweit gestreut. Und dann gibt es, wenn Sie sich das jetzt gar nicht entscheiden können, weil Sie das alles viel zu viel und zu kompliziert fanden, dann können Sie auch welche kaufen, die haben alles drin. Unternehmensanleihen, die gibt es wirklich auch. Da ist natürlich entsprechend das Risiko niedriger, aber auch die Rendite, klar, logisch. Aber die gibt es tatsächlich auch. Also Anleihen, die über alle gehen. Jetzt fällt mir gerade der Fachbegriff dafür nicht ein. Multi-Asset heißt das manchmal, aber es gibt so ein besonderes Wort, fällt mir bestimmt gleich ein. Dann haben Sie dann alles und Sie sind auch im Anleihenbereich aktiv. Thesaurierend oder ausschüttend, dann reduziert sich ja diese Menge schon wieder. Wir legen bei den Anleihen-ETFs ja mit 400 los. Und Sie haben eben gesehen, durch zwei, drei Überlegungen bin ich ja schon auf einmal bei 10 gewesen, wegen der Nachhaltigkeit. Aber ohne die Nachhaltigkeit war ich ja auch nur bei 21. Und ich finde, 21 kann man schon so vergleichen ein bisschen. Nicht so aufwendig. Bestimmen Sie das mit der Indexabbildung, also Swap, Thesaurierend optimiert, oder lassen Sie es weg? Wechselkursabsicherung ist noch so ein Thema. Langfristig gleichen die sich aus, die Wechselkurse, zumindest von den Standardwährungen. Und dann können Sie den ETF aussuchen. Jetzt haben Sie vielleicht, wenn Sie sich das alles überlegt haben, und das geht schon relativ einfach, haben Sie nur noch drei, vier Stück. Schauen Sie sich die Stammdaten an bei uns im Handel, also auch bei Frankfurt.de, schauen Sie sich die Stammdaten beim Emittenten an und schauen Sie mal bei Morningstar. Bitte mal gut. Und dann kaufen Sie das und dann entspannen Sie sich mit Ihrem Anleihen-ETF. Wirklich. Kann man tun. Das ist immer der letzte Punkt. Und damit komme ich auch zum Ende und freue mich auf ganz viele Fragen. Ja, tatsächlich gibt es die vielleicht. Da kannst du nochmal zurückgehen auf die Übersichtsfolie. Es wurde nochmal gefragt, wie das sich mit den Swaps verhält, was ein Swap erstmal ist und wie das dann ist, ja, wenn ein Anleihen-ETF geswappt wird, wie sich das verhält. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal hier von der Folie weg und gehe, weil es ja noch offen ist, auf das Datenblatt, hier bei dem da. Hier steht synthetisch replizierend. Das bedeutet, der kauft nicht die Anleihen im Index. Der Index hier war, sehe ich hier gar nicht, welcher das war, ist auch egal.
sondern der kauft irgendwas anderes und die Differenz in der Wertentwicklung kriegt der ausgeglichen, der Emittent, durch einen Differenzkontrakt mit jemand anders. Das kann man sich einfach so vorstellen. Die Fabienne macht mit mir dieses Swap-Geschäft. Ich lege die anderen Anleihen, die ich gekauft habe, in meine De zur Depotbank. Das gehört, ist dann quasi ihr, die Sicherheit. Und für das Swap-Geschäft zahlt mir die Fabienne ständig den Unterschied zwischen dem Wertentwicklung meines Portfolios bei der Depotbank und des Index. Das klingt komplizierter, als es ist. Ries mögen Leute nicht. Viele Leute mögen das nicht. Viele dürfen auch nicht. Stiftungen zum Beispiel. Der Hauptpunkt daran ist, die sind begrenzt auf maximal 10%. Die meisten machen auch nur 1% bei einem Kontrahenten. Und dann sagen die Kritiker wieder, ja, dann kann man aber 10% bei mehreren Kontrahenten machen, weil einfach das Risiko da ist. Wenn die Fabienne jetzt auf einmal diesen Kontrakt nicht mehr bezahlen kann als mein Kontrahentenpartner, dann habe ich da ein Ausfallrisiko. Das müssen Sie einfach wissen. Wenn Sie nachhaltig investieren, dann sind Swaps sowieso nicht, also dann sollte man darauf achten, weil Sie wollen ja gezielt Unternehmen, Industrien, Länder nicht unterstützen. Und bei einem swap-basierten ETF sagt er zwar nachhaltig, vom Index her, aber er kauft ja was anderes. Nur das für den Hinterkopf. Ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. Vielen Dank. Dann vielleicht kannst du noch mal kurz was zu den Indizes sagen. Zu den Bei, Renten, ja. ja. Also ich sag mal, bei Aktien-ETFs ist das relativ bekannt, aber bei Anleihen-ETFs gibt es da noch Fragen, worauf man da achten sollte. Ja, es ist schwierig. Das ist auch wirklich ein Universum für sich. Es gibt eine iBox-Familie, da sind 1100 Indizes drin. Eigentlich gibt es nicht wirklich was, worauf man da achten sollte bei einem Index. Also man muss sich angucken, was der Index enthält, was der abbildet, ob man diesen Markt haben will. Aber wenn das ein renommierter Indexanbieter ist, hier vielleicht nochmal zur Erklärung, Emittent ist das eine, Indexanbieter ist das andere. Die Indexanbieter kriegen Geld dafür, dass sie die Indizes berechnen, aber die müssen alle. Die erfüllen alle Transparenzregeln. Und wenn man sich da unsicher ist, dann nimmt man einen Index von Indexanbietern mit Renommee, so wie MSCI oder S&P oder Stoxx oder man kann auch einen jüngeren nehmen. Und iBoxx ist diese große Indexfamilie im Rentenbereich. Da gibt es nichts, was es nicht gäbe. Vielen Dank. Dann die Frage zur Umschichtung. Wie oft passiert so eine Umschichtung in der Regel und wird man da informiert? Nein, da wird man nicht informiert. Die Umschichtung passiert ad hoc, aber die Stellen, ich glaube, das ist gut, dass ich das hier aufgemacht habe. Na, mal gucken, meine Maus wieder. Komm her, da. Ich glaube, hier steht es sogar. Also bei iShares steht es auf jeden Fall. Ne, hier steht es nicht. Irgendwo stand es hier. Da können Sie mal gucken, der hat alle Vierteljahr geschichtet. Hier steht auch nochmal der Index, der ist von Bloomberg, Barclays, da ist der Indexanbieter. Bei uns steht er auch auf der Webseite, Ausschüttung ist der Rebalancing-Intervall. Der macht das monatlich und das merken Sie nicht. Sie haben natürlich, je häufiger der das macht, umso eher folgt er dem Index, aber je häufiger der das macht, umso mehr Kosten haben Sie auch. Klar, weil da entstehen ja die Handelskosten und die Kosten, das ist nicht da. Also Sie haben ja diese Gesamtkostenquote, die ist total niedrig, 0,195. Die geht sowieso ab, aber Handelskosten sind da nicht mit drin. Die Gesamtkostenquote ist nur die Verwaltungskosten, die Sie haben. Davon bezahlen die den designierten Sponsor, davon bezahlen die Lizenzgebühr für den Index, das Marketing und so weiter. Aber die Handelskosten gehen da sowieso nochmal raus aus dem Topf und aber hier wird monatlich rebalanced. Das steht auch auf den Datenblättern der Anbieter. Okay, dann gab es noch eine Frage zur Inflationsindexierung. Welche Nachteile eine solche Inflationsindexierung denn hat im aktuellen geld- und fiskalpolitischen Umfeld? Da sind jetzt zwei Faktoren, die reinspielen. Also kurze Erklärung, inflationsindexierter Anleihe oder ETF, die gibt es auch. Die haben wir unter Strategie. Ich kann das mal kurz zeigen, welche das sind. Da wird die Preisentwicklung der Anleihe
Also die Verzinsungen, das ist natürlich dann Preis, das ist gespielt ja, ist ja ein Gleichgewicht, die wird an die Inflation angepasst. Also da gibt es so einen Inflationskorrekturfaktor. So, jetzt mal die Suche. Ich meine, das war Strategie. Inflation Linked heißen die. Gucken. 21 Stück. Nee, ein, ja, 21 Stück gibt es da. Das kann man machen, wenn man mit einer heftigen, also Anleger denken ja an Risiken. Und wenn sie jetzt das Risiko haben, dass sie ein Zinsänderungsrisiko nicht möchten, weil sie das ausschalten möchten oder reduzieren möchten, dann machen sie das mit so einer Anleihe. Ja, das kostet sie natürlich. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass sie einfach eine Inflationserwartung haben sollten. Also wenn sie jetzt diese zwei Faktoren zutreffen, dass sie sagen, sie rechnen mit einer Inflation, sie wollen aber die negativen Effekte durch die Inflation, die sie daraus erwarten. Die Inflation an sich hat ja keinen negativen Effekt, aber wenn die Verzinsung steigt dadurch, was man annimmt dann oder automatisch annimmt, dann fallen die Preise und sie wollen das wiederum ausschalten, dann können sie sowas durchaus machen. Und da gibt es ETFs, die diese enthalten. Ja. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Das ist eine Frage nach der eigenen Markterwartung. So, ich Vielen muss das Dank. jetzt lösen, ja. Dann noch mal eine Frage zum Swap. Wenn der Swap ausfällt, wie sieht das mit dem Sondervermögen aus? Das ist davon betroffen. Der Swap-Partner, der hat einen Teil davon, ja. Weil der ja den Ausgleich zahlt und das Sondervermögen ist dann eventuell anders. Also das ist ein bisschen kompliziert, ich kann es so genau, weil es aber noch nicht passiert ist und ich kenne auch keinen einzigen Fall. Habe ich mich ehrlich gesagt in der Tiefe nicht damit beschäftigt. Aber das ist genau das Risiko. Aber natürlich nicht 100% und nur zu so einem kleinen Teil. Ich bin der Ansicht, man sollte sich erstmal überlegen, also zum einen, wenn einem das ganz unangenehm ist, von vornherein sagen, will ich nicht. Aber wenn einem das, wenn man, gucken Sie mal nach Ihrer Investmentidee, was Sie da finden an Angeboten und beantworten Sie die Frage mit dem Swap oder Nicht-Swap vielleicht als vorletztes oder so. Das wäre jetzt so meine Empfehlung. Danke dir. Dann wie verhält sich das mit der Abgeltungssteuer auf die Zinsen? Ja, wie bei Aktien auch mehr auf die Dividende, die fällt an, wenn ausgeschüttet wird. Wenn thesauriert wird, nicht. Ja. Also dann zahlt der ETF, aber das ist auch relativ kompliziert. Steht bei uns im ETF-Handbuch im Detail. Da kann ich übrigens nur empfehlen. Gibt es kostenlos bei börsefrankfurt.de. Super, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage zum Swap-Anteil, dass der maximal 10% betragen darf. Ich glaube, da ist maximal Pro Kontrahent, ja. pro Kontrahent. Sehr gut. Das waren jetzt allerdings erstmal, ja, das waren die Fragen. Wir sind ja auch Vielen schon Dank, ziemlich Vera, für weit. die ausführliche Beantwortung der Fragen. Vielen Dank, dass Sie so viele Fragen gestellt haben. Das hilft einem Webinar natürlich immer und ist schön, wenn ein bisschen Dialog entsteht. Jetzt haben wir noch eine Frage. Jetzt haben wir noch eine Frage, richtig, genau. Wir haben eine Frage an Sie, wie es Ihnen gefallen hat und würden uns freuen, wenn Sie noch ein letztes Mal abstimmen würden. Warten wir noch ein bisschen. Ah, und vor allen Dingen, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über Hinweise, was Sie gerne gehabt hätten stattdessen oder was Sie erwartet haben. Das hilft natürlich auch immer. Und welche Themenwünsche Sie haben, sowohl für Genau. Montag Börse at Home als auch für die Abendseminare, Webinare. Super, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön dafür. Und ich glaube, das war's, oder, Fabian? Das war's, genau. Wenn Sie noch weiter Interesse haben am Thema ETFs oder am Thema, ich mache mal kurz meine Kamera wieder ein, am Thema ETFs oder Anleihen. Wir bei der Capital Markets Academy bieten auch kostenfreie Online-Lernprogramme zum Thema Anleihen und ETFs an bei academy.deutsche-börse.com digitales Lernen oder auch Präsenzseminare
für Privatanleger oder für diejenigen, die es ein bisschen intensiver nochmal wissen möchten, bieten wir auch zweitägige bis fünftägige Lehrgänge zu den Themen ETFs und Anleihen an. Schauen Sie einfach mal vorbei bei academy.deutsche-börse.com. Die fehlt jetzt leider hier schriftlich, aber wir schicken auch nochmal die Links mit und Sie kriegen von mir in den nächsten Tagen eine E-Mail mit der Aufzeichnung von diesem Webinar. Ich glaube, ich schicke heute auch mal die Präsentation mit, weil da so viele Links drin waren für den ganzen Suchen. Und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg mit Ihrer Rentenanlage. Das klingt schon so mit Ihrem Anleihen-ETF. Und ich hoffe, Sie machen was in dem Bereich. Vielen Dank, schönen Abend. Schönen Abend, Danke. tschüss. Tschüss. Thank you.